Willkommen zu einem neuen Birdie Liar Vlog. Wir befinden uns hier bei uns im Proberaum. In letzter Zeit war es ein bisschen ruhiger. Das liegt daran, dass wir die EP am Aufnehmen sind von uns. Sprich, wie viele Songs, Richard? Insgesamt 5 Tracks wird es geben. Und heute fangen wir an mit den Vocals. Und da hinten ist der James. Der James nimmt uns auf, wie schon unsere beiden Singles. James, erzähl doch mal ein bisschen. Was machst du so und wie geht das? Fick dich. Wie war die Zusammenarbeit mit Richard in den letzten gut, paar Wochen? Gut. Gut. Sag nichts Falsches. Sehr gut. Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht, ja. Ja. Ist ja auch das Allerletzte in deinen Augen, der Richard. Das Allerbeste, ja. Das aller, oder was hast du gesagt? Das Allerletzte. Beste, ja, ja. Ist gut. Guter Mann, der Richard. Guter Mann. Ja, gut. Und hier über den Laptop läuft das Ganze jetzt. Genau, wieder. Über den Laptop und Mikro und okay. Boxen. Okay, das sind deine Studio-Boxen, richtig? Richtig. Die hast du extra mit hingebracht? Die habe ich extra mit hingebracht. Bietest du öfter so einen Service an, dass du zu den Bands in den Proberaum kommst, um das Ganze aufzunehmen? Ungern. Nur für die besten Bands. Nur wenn es sich lohnt. Oder wenn man dir droht, wie Richard Freuzer. Ja. Und der droht gern. Ja, gerne. Immer. Förmlich immer. Ist dir kalt? Und mir ist saukalt. So, und hier seht ihr jetzt Fabio Schäfer über der Heizung. Mir ist saukalt. Ich hatte eben vorgeschlagen, dass wir hier in dem Schuppen mal eine Mülltonne anzünden, aber das war ihm dann doch zu Hip-Hop. Fabio, wie findest du denn den Frost hier drin? Den Frost finde ich nervig. Ich freue mich, wenn wir Sommer haben und Open-Air proben. Jetzt gehen wir mal zum James. Und James, was ist denn so dein Lieblingslied? Welche Zahl? 4. Lied 4 ist das beste Lied auf der Platte. Das könnt ihr euch jetzt schon mal notieren. Dann zeige ich euch jetzt mal hier ein paar Sachen. Das hier ist mein Verstärker. Ein Mesa Boogie. Das hier. Zeig deine Settings nur. Ist mein Effektboard. Da kann man drauf treten, dann kommt da Effekthascherei. Genau, meine Settings kann man nicht ablesen. Dann gehen wir rüber. Zu Yannick's Equipment. Hier haben wir einen Orange Rockerverb 50. Der sieht so ein bisschen aus wie vom Playmobil. Ist er, glaube ich, auch. Oder Fischer-Preis. Das sei mal, guck mal, der hat ganz wenige Pedale. Dann ist das auch schlechter. Weil der Arm ist. Und das hier, darüber spielt der Patrick Bass. Der hat nämlich selber gar keinen Bassverstärker. Klingt komisch, ist aber so. Und da seht ihr das nervigste Instrument in der Band. Den Zenit des Nicht-Stimmen-Könnens. Das ist ein ungestimmtes Schlagzeug. Von Jan Jaspersen. Und jetzt kommen wir hier zum Soundcheck. Der Fabio muss praktisch... Nein, wir haben gerade gesagt, dass wir ein ASMR-Video aufnehmen. Ja, Fabio schmatzt also jetzt mit vegetarischen Speisen in dieses Mikro rein. Ist aber... Oh, ich bin so entspannt, Leute. Aber auch ein bisschen erregt. Check, check, 1, 2, check, check. Check, check, 1, 2, check, check. 1, 2. Check, check, 1, 2, check, check. Check, check, check. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Muss auch gerade an Mexikaner denken. Ja. Check, check, 1, 2. Mexiko, Mexiko. Andale, andale, check, check, 1, 2. Check, 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 oh. Check, check, 1, 2, check. With such my heart, you will always be dear. This guy just dark. But light goes through the air. Wir haben jetzt hier gerade einen Part, wo wir quasi Shouts drauf kommen. Der Song beginnt erstmal mit Clean Vocals und jetzt kommt ein Part mit Shouts. Und da legen wir jetzt quasi hohe und tiefe Shouts von mir übereinander, damit sich das Ganze so richtig dämonisch anhört. Und der James startet jetzt mal die Aufnahme und wir beginnen jetzt erstmal mit den tiefen Aufnahmen. Der Richard kann mich jetzt filmen und dann hört ihr nachher das Endergebnis. Whoop. So, da leuchtet ja ein roter Punkt, oder? Ja, ja, der rote Punkt leuchtet. Gut. Ja, James, dann spiel mal bitte ab. Ach so, ich dachte, das
interessiert mich. Und das war jetzt der Tiefe. Und den doppeln wir gerade nochmal. Das heißt, da kommt. War ich jetzt nochmal in Tiefen? Das Doppeln macht man halt, damit das Volumen besser ist. Und ja. So, jetzt haben wir zwei Tiefe und jetzt kommen zwei Hohe. Und das. Yes! Yes! So, und jetzt zeigt euch der James, wie sich das Ganze anhört. Das hört sich nämlich ganz toll an, Leute. It's got me the right! Nee, nochmal. War scheiße. Will always got me the right! Nee, auch nicht mehr zufrieden. Will always got me the right! Besser. Will always got me the right! Ja. Ich finde auch gut, wie Richard auf seinem Sofa sitzt mit einem Fischei und von dort filmt. Damit das so statisch wie möglich ist. Genau, und alles ganz, ganz klein, weil mit so einem Fischei geht man halt schön nah ran. Bis wohin geht man? Du siehst mich wahrscheinlich jetzt auch schon. So klein bist du wahrscheinlich da drauf. Mit einem Fischei, da kann man auch die Nase von Fabi, kann man ganz groß machen. Eigentlich müsste der so stehen, so nah. Ja, der Fischnase ist das. Oh, guck, wie groß die Nase ist von dem. Soll wirklich so nah dran gehen. Ja, natürlich. Oh, diese Nasenbären. Ja, jetzt hat die Linse Corona. Corona-Linse. Ja, soll den nächsten machen. Ja, den kannst du jetzt einfach mal da drauf kopieren, weil das ist, wiederholt sich genau, viel. Also hier die Zeile auch. Okay. Genau, also das warte, ich zeig's dir nochmal hier beim Text. Achso, ich dachte, die Antwort wäre immer eine andere. Nee, you will always get me the right. Das ist immer gleiche Dingens. Dann kommen hier die Crew-Shorts. Die habt ihr ja, glaube ich, schon aufgenommen. Mhm. Oder muss ich da noch ein Teil drüber legen? Du nicht, Fabio. Okay, jetzt hat mich Richard abgelenkt, weil ich nicht wusste, ob er professionell genug ist, jetzt zu filmen oder wieder das Ding in die Ecke stellt oder ganz weit weg geht. Leute, ich kann so nicht arbeiten. Müssen wir nochmal, da hat man, glaube ich, das Geplapper von Richard drin gehört. Aber mit meinem Geplapper hat das erst seinen speziellen Charme. I love a scalping a rock! Boah, ich sehe mich schon, wenn ich fluchend hier sitze, weil irgendwelche Scheißgelaber auf den Spuren drauf ist. Leute, solange das mein Gelaber ist, gewinnt die Aufnahme dadurch an Wert. Guck mal, Richard, du musst auch ein bisschen so mit Eiern filmen. Das heißt, wenn er was sagt, dann gehst du da so richtig rein, so hältst das da hin und stehst nicht hier hinten den Rücken zugekehrt. Wenn du was sagst, dann hältst du das so. Und wenn ich was sag, dann hältst du mir das so hin. Ja, aber gerade. Richtig, so wie wenn du Bock hättest zu filmen. Das sagt der Fabio jetzt, weil das vor der Kamera stattfindet. Eben hat er geheult. Pass mit meinem neuen Fischaugenobjektiv auf. Pass damit bloß auf. Jetzt muss ich überall ganz nah dran gehen. Ja. So kann man gut arbeiten, ne, James? Ja. Boah, also Schrumpf. Das sind die Gangshorts. Dafür haben wir Fußballfans arrangiert, die gemeinsam eine bestimmte Zeile, weil es darf auch nicht mehr als eine Zeile sein, damit die das auch schreien können. Hört ihr noch? Ja? Nochmal? Das ist ein ganzer Fanclub von verschiedenen Fußballvereinen, weil ich möchte mich jetzt hier hinter niemanden stellen. Aua. I will always carry you deep inside of my heart. Ja. Oh, der war sehr gut.
Geil, Alter, wie nah man damit rangehen kann. Ja. Sachen gibt's, Leute. Machst du den Karten nochmal? Carry you! Deep inside of my road! Ich weiß nicht, ob der anders war als die anderen. Ich glaube, da habe ich... Mal kurz vielleicht anhören, ob ich da irgendwas anders gemacht habe. Das heißt auch carry you in. Passt, oder? Aber du hast da ein Wort falsch gesagt, Fabio. Du hast geschrieben carry your face und das ist aber carry you in. Was? Bei den Lyrics. Stimmt überhaupt nicht. Doch. Nein. Doch. Kannst mir nichts erzählen, Richard. Doch. Nee. Deswegen. Deine Mutter. Eine Nase. Filmst du das jetzt, Richard? Ja. Ja? Soll ich mal die Kamera näher ranholen? Jetzt hat er auch noch die Nebelmaschine angemacht, das Schwein. Aber ich wollte was zur Nebelmaschine erzählen. Ja. Also, das hier ist eine richtige Nebelmaschine. Zeig dich mal dabei, Richard. Die habe ich extra geholt hier für den Raum, weil wenn ich das nicht mehr ertragen kann, die Leute zu sehen, dann drücke ich da einmal drauf und dann verschwinden die in Rauch. Nice, und jetzt wird Reggae gemacht. Boah, Nebelmaschinen so ekelhaft. So, wir sind jetzt hier mit dem Song durch. Den hören wir uns jetzt zum ersten Mal in voller Länge an. Ihr werdet davon ein paar Ausschnitte sehen. Und ich habe die Jacke an, weil mir saukalt ist. So, jetzt haben wir einen Song im Kasten. Wir machen jetzt noch ein paar mehr, aber das Video an dieser Stelle zu Ende. Und ich hoffe, euch haben die Einblicke gefallen und Richards Gelaber. Bis dann. Haut rein. Tschö.